Es ist die erste bemannte Raumfahrtmission Chinas seit 5 Jahren. Vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan aus in der Wüste Gobi haben sich am Morgen 3 chinesische Astronauten auf den Weg zu Chinas im Bau befindlicher Raumstation Tiangong gemacht. Liu Haisheng, Liu Buming und Tang Hongbo sollen während ihres Aufenthaltes im All an der Station diverse Arbeiten ausführen, Funktionen des Kernmoduls testen und zudem wissenschaftliche Experimente durchführen. Sie sollen 3 Monate auf der Tiangong bleiben. Dies wäre der bislang längste Aufenthalt chinesischer Taikonauten im All. In den nächsten 1,5 Jahren sollen weitere Missionen stattfinden. Ende 2022 ist die geplante Fertigstellung der Raumstation. Mindestens 10 Jahre soll Tiangong im All bleiben. Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant ihren Dienst einstellt, wäre China dann das einzige Land, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt.